Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alan Wake. Und in der letzten Folge sind wir wieder Ich krieg weiter sie schon noch! Und wenn ich dabei draufgehe, kapiert? von der Ja, Sie Polizei kapieren schon, geflüchtet H.P. Lovecraft! Ich war schon so viele Klippen fast gefasst heruntergefallen. worden. Kommt davon, wenn man sein Buch The Sudden Stop nennt. Es war ganz gut, dass ich May nicht erzählen konnte, wo ich hin wollte. Ich musste die Cops loswerden und das Bergwerk selbst finden. Gut, schauen wir mal, was auf der Seite steht. Und wie gesagt, wir sind das letzte Mal auch schon vor der Polizei geflohen und fast gefasst worden, Nightingale aber nur starrte fast. durch das kaputte Studiofenster in den dunklen Wald. Er drehte sich um und wollte nach draußen, doch Maine griff nach seinem Arm. Mann, sie hätten mich beinahe erschossen. Man legt nicht einfach so auf einen Menschen an. Was ist ihr Problem? Nightingale riss sich los und ging nach draußen. Auf seinen Wangen brannten Zorn und Erniedrigung. Ja. Nightingale ist sauer, dass er uns nicht gekriegt hat. Und diesmal läuft es auch um einiges besser mit der Framerate. Und wir haben noch Blendgranaten, wie ich gerade sehe. Zwei, um genau zu sein. Oben rechts in der Ecke ist es auch zu sehen. Aber ich hoffe, dass wir sie jetzt vorerst mal nicht gebrauchen werden. Oh, aber schon bald. Alter Schwede. Erschreck mich doch nicht so. Huhu, ab ins Licht. Wow. Aua. Gut, Schrotflintenmunition. Revolvermunition. Wenigstens habe ich jetzt wieder meinen Revolver, aber ich brauche noch eine Schrotflinte. Ist hier irgendwo eine Schrotflinte? Nein. Zumindest gerade eben noch nicht. Und wow, wow, wow. Aua, lasst mich doch mal in Ruhe. So, die Scheiße ist, jetzt habe ich keine Blendgranaten mehr. Mist. Aber was ist da denn? Hoffentlich ist... Merkwürdigerweise waren die Arbeitslampen der Energiefirma noch hier. Fast schien es, als habe man sie für jemanden wie mich hier gelassen. Das ist gut, aber das Problem ist, ich brauche noch eine Schrotflinte. So, gut, schalten wir die hier mal auch noch ein. Light can... You can hurt them. Okay, mit Licht kann man ihnen wehtun. Was ist da? Batterien und Revolvermunition. Nein, nicht ausgehen. Nicht ausgehen. Böse. Scheiße, Mann. Ah, Schrotflinte. Zack, und Schrotflintenmunition. Scheiße, so. Ich will ihre Hände sehen! Alter, die ganzen. Das sind jetzt die ganzen. Alter! Alter Schwede! Blendgranate sofort, aber. Scheiße, jetzt muss ich ihn nachladen. Zwei Schuss brauche ich jetzt gerade für jeden. Also wie es aussieht, bin ich hier schon fertig und habe hier sogar schon alles erledigt. Daher kommen wir, soweit ich weiß. So, jetzt nehme ich wieder den Revolver. Ah, eine Kaffeekanne. Ah, es kommt wieder so blöde Geräusche. Ich gehe mal dahinter. Dahin sieht es nach Licht aus. Und das ist immer gut, wie man weiß. Moment, hier gibt es eine Seite.
Während ich mir Seiten durchlese, kann mir nie was passieren. Das ist das Schönste, deswegen lese ich sie jetzt sofort. Sarah vertraute ihrem Bauch und der sagte ihr, dass Agent Nightingale ein Arschloch war. Etwas an ihm stimmte nicht, und zwar nicht nur die Alkoholfahne. Etwas daran, wie er mit der Marke wedelte, auf seinen Rang pochte, an dem Blick, wenn er antworten wollte. Wo war Alan Wake? Wie war das mit dem Unfall? Wo steckte seine Frau? Und vor allem, wieso hatte sie Wake gehen lassen? Ihre Fragen ignorierte er. Bundesangelegenheit, sagte er nur. Der Nightingale, der ist auch 100% schon besessen. Ab ins Licht und das Licht geht nicht kaputt. Gut, alles wieder ruhig. Und jetzt kriege ich wieder meine Rubbermunition, Schrotflintmunition, Batterien. Lithiumbatterie, oh. 16 Batterien habe ich dadurch. Gar nicht so schlecht. Oh, mein Handy klingelt. Barry? Hallo? Er ist der größte Dickschädel, den ich kenne. Alice? Alice? Alan. Ich habe solche Angst. Lässt mich im Dunkeln stehen. Ich brauche Hilfe. Ich sehe dich an, Alan, und das bist nicht du. Etwas anderes. Sieht mich durch deine Augen an. Alice, ich bin hier. Alter. Ich habe solche Angst. Lässt mich im Dunkeln stehen. Geht alles den Bach runter. Vorsichtig sein. Kooperieren. Die Verbindung war extrem schlecht, aber das war nicht alles, was an dem Anruf nicht stimmte. Sie hatte unecht geklungen, aber sie hatte angerufen. Gut, dann das Rohr löste sich aus dem stählernen Brückengerüst. Von dunkel umhüllt schwebte es in der Luft und zuckte spastisch. Einen Moment lang verstand ich nicht, was ich da sah. Das schwere Objekt taumelte auf mich zu, von unmöglichen Kräften bewegt. Ich warf mich aus seiner Bahn, doch nur um Haaresbreite. Als ich meine Taschenlampe anstellte, bäumte es sich in finsterer Raserei auf und flog wieder auf mich zu. Spastisch. Finde ich ganz witzig. Ah, jetzt wissen wir schon, dass ein Rohr von dieser Weiter Brücke... Weiter vorn sah ich eine Eisenbahnbrücke. Uns und am Ufer gegenüber eine Art Lagerhaus. Ich hoffte, dort ein Auto zu finden. Ey, Alter, ich brauche Auto. Na geil, jetzt dürfen wir auf die Eisenbahnbrücke. Und natürlich wird sie uns versucht zu töten. Die Dunkelheit meine ich natürlich, nicht die Eisenbahnbrücke. Das wäre ja kindisch. Nein, aber die Eisenbahnbrücke auch. Das Gute ist einzig und allein, dass da immer Züge mit hellem Licht drüber fahren. Ja, oh. Alter Schwede, die Frage ist, was fließt da überhaupt durch dieses Tor, durch dieses Rohr? Nein, da gehe ich jetzt besser nicht lang. Verfolgte wurde stark. Und sie vereinnahmte alles auf ihrem Weg. Wow. Natürlich falle ich runter von der Brücke. Alter, was für Spasten sind es eigentlich, ey? Dass die mich gegen Rohre kämpfen lassen. Ich hoffte, dort ein Auto zu finden. Gegen Rohre! Hallo? Geht's noch? Follow. Geil. Ja, da sehen wir, da haben wir ja schon gesehen, was wir da gefunden haben. Oder was wir von dem Follow haben. Ich will hier eigentlich gar nicht hoch. Das Problem ist, ich kann gar nirgends anders lang. Ja, yippie, der Zug, das freut mich aber. Könnte da nicht noch einfach ein zweiter kommen oder ein dritter und sowas? Die Dunkelheit, die mich verfolgte, wurde stark. Und sie vereinnahmte alles auf ihrem Weg.
Problem ist, ich werde die Rohre auch nicht einfach schlagen, abschießen können, weil es ja nie mit Sachen geht, die... Nicht gut. Aber wo ist der Stahlträger da? Was will mich denn jetzt noch kaputt machen? Und jetzt haben wir von den 12 Batterien nur noch 8. Oh, oh, nein, nein, nein. Oh, was greift mich denn jetzt noch alles an, Alter? Alter, fahr doch einfach nur weg hier. Einfach nur weg. Oh. Aua. Wow, wo sind die Viecher? Wo sind die Viecher? Da, wow! Ich schätze, ich weiß, was ich tun muss. Oder auch nicht. Ich dachte, es explodiert jetzt so, dass man da durch könnte, aber... Pfeiferdeckel. Mal schauen, kann ich da irgendwie rein? Zum Wasserturm? Irgendwie. Ah, da hinten ist eine Manuskriptseite. Das ist ganz gut. Manuskriptseiten sind was Gutes. Also lesen wir sie uns mal durch. Ich warf die Tür direkt vor seiner Visage zu. Er flehte mich an, sie zu öffnen. Und das Arschloch dachte wirklich, ich würde gehorchen. Ich empfand kein Mitgefühl mehr. Schuld auch nicht. Nicht seinetwegen. Einen Moment genoss ich das Geschrei. Ich muss dabei gelächelt haben. Zu mir war keine Zeit. Das Dunkel... Oh, sorry. Das Dunkel? Manuskript 3... Ich warf die Tür direkt vor seiner Visage zu. Er flehte mich an, sie zu öffnen. Und das Arschloch dachte wirklich, ich würde gehorchen. Ich empfand kein Mitgefühl mehr. Schuld auch nicht. Nicht seinetwegen. Einen Moment genoss ich das Geschrei. Ich muss dabei gelächelt haben. Zu mir war keine Zeit. Das Dunkel war hier bei mir in der Hütte. Okay, also werden wir wohl auch bald fast übernommen oder ganz übernommen, ich weiß es nicht. Schauen wir mal, was kommt. Als Teenager, als mein Interesse am Schreiben begann, war Stephen King eine Quelle der Inspiration für mich. Wow, Stephen King. Ich dachte an all die Dinge, die in seinen Büchern lebendig wurden. Niemand ist in einer guten Horrorstory sicher. Schon gar nicht die Hauptfigur. Das macht den Spaß daran aus. Das hier war kein Spaß. Die Dunkelheit verleibte sich alles ein. Und sie rückte näher. Ich habe eine größere Taschenlampe. Nice, nice, nice. Dass die sich sowas auch noch ausdenken... Dass man dann plötzlich eine größere hat, Revolver nehmen. Jo, mal wieder mehr Schuss. Ah, Moment. Ha, 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 ha. Ha, halt. Halt. Das dann mag ich nur nehmen. Batterien, aber irgendwie geht meine Framerate wieder runter. Das liegt an meinem PC irgendwie. Und jetzt kommt irgendwas Böses. Irgendwas richtig Böses. Sonst hätten wir nicht die größere Taschenlampe gekriegt und so weiter und so fort. Das war doch so klar, dass jetzt das Licht ausgeht. Da, wir haben noch eine Leuchtfackel. Kann ich mich nicht hier in der Ecke verstecken und warten, bis es kommt? Da hinten ist eine Kaffeekanne. Besonders, ich höre es atmen oder was es auch immer macht. Aber ich weiß immer noch nicht, was es genau macht.
und was es ist. Hier sind so viele schöne Kanister zum Zerschießen. Das war doch klar, Mann. Haben Sie den Notruf gewählt? Zack, so, hier, ihr könnt mich mal. Wow. Aua, 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 nicht gleich alle auf einmal. Und am Arsch. Ich sollte mich vielleicht irgendwo besser positionieren. Sicher. Schon gar nicht die Hauptfigur. Das macht den Spaß daran aus. Das hier war kein Spaß. Die Dunkelheit verleibte sich alles ein. Und sie rückte näher. Hm. Also wieder die hier, die Revolver-Munition, die ich nicht nehmen kann, nehmen. Dann nehme ich mal wieder die Schrotze. Zack. Die Kaffeekanne muss ich natürlich auch noch holen wieder. Und dann muss ich mich irgendwie so platzieren, dass ich diese Kanister abschießen kann. Damit die Damage durch diese Kanister kriegen, weil die machen sicherlich einen ordentlichen Wumms. Ich kann es ja mal versuchen, sobald die da drüben sind, sobald die neben mir sind sozusagen, dann diesen Kanister abzuschießen. Eben, haben sie den Notruf gewählt. Wow, ouch. Wow, die Kanister. Das war klar, ich darf nicht in die Ecke gehen. Ich muss irgendwo anders hingehen, aber ich darf nicht in die Ecke gehen. Sorry, sicher. Schon gar nicht die Hauptfigur. Das macht den Spaß daran aus. Das hier war kein Spaß. Die Dunkelheit verleibte sich alles ein und sie rückte näher. Die Frage ist, kann ich diese Teile auch rumschieben? Ja, okay, gut, dann lege ich mir gleich eins so zurecht, dass ich es dann auch verwenden kann. Und zwar richtig, und zwar nicht, dass es dann irgendwo daneben explodiert und dass ich dann schieße ich es, glaube ich, sofort, fast sofort an, wenn die Typis kommen. Revolver kann ich nicht nehmen. Dann machen wir jetzt mal so und schieben dieses Teil irgendwie nach da drüben. Wow. Haltet halt, nicht zu weit rollen. Hey, ich hab gesagt, nicht zu weit rollen. So müsste es ganz gut sein. Und weg hier. Haben Sie den Notruf gewählt? Wow! Alle auf einmal oder fast alle. Alter Vater, war das geil. Also das könnte nicht sagen, dass das nicht gut war. Aber mich beunruhigen die dunklen Schwaden, die hier ständig kommen, etwas. Wow, alter Vater. Erschreck mich da nicht so. Wow. Aua. Als ob du mehr als zwei Schüsse aushältst, du Arsch. Hinter mir? Hat sich gerade so komisch angehört. Wow. Ich muss echt aufpassen mit dem Drehen der Kamera. Das ist echt viel zu schnell.
Alter, macht mich doch nicht so fertig. Oh, Moment, Moment, Moment. Light hurts them. Habe ich hier vielleicht irgendwas, was ich einsammeln kann? Nope, habe ich nicht. Okay, mein Handy sagt mir wieder, ja, die Zeit ist vorbei. Und hier ist ein Kontrollpunkt. Vermutlich, wenn ich jetzt die ganzen Sachen nehme, habe ich sie das nächste Mal nicht. Aber egal. Und hiermit sage ich dann tschüss und auf Wiedersehen. Abonniert mich, sonst was, wie ihr wollt. Oder abonniert den Kanal, auf dem ich bin. Und bis zum nächsten Mal.